Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei dem Multiversum Wildlands. Bei mir ist es neblig, beim Enno ist es was? Gerade auch noch neblig. Bei Wamba ist es? Super Wetter. Und bei Naro ist es? Nebel mit Regen. Ja, also wir haben ein komisches Wettersystem hier. Es ist auf 10 Metern begrenzt, aber es ist halt komisch. Also, naja. Gut, also, wir sind zurück zu Wildlands und Chefchen, was ist das Ziel? Wir werden jetzt Richtung Tabakal fliegen und uns das mal angucken, Informationen sammeln und so weiter. Das Übliche. Na dann, steigt mal ein. Keine Sorge, mein Bruder ist bei den Nightstalkern. Bin mal gespannt, wie das jetzt sich ausgeht bei dem unterschiedlichen Wetterverhältnis. Links von dem Berg. Nun, Kameraden. Schweine. Was? Was? Frontschweine, ihr Elende. Nun, Vogelschwarm. Vogelschlag! Erstmal Frikassee machen. Ja. Hallo, der hat sich zwischen meine Maske und meinem Mund gequetscht. Ganz nach rechts. Da ist eine große Stadt. Okay. Also 90 Grad nach rechts ungefähr. Baumberg! Ich höre wäre ganz gut. Mit dem Nebel ist es ganz schön schwierig. Welcher Nebel? Ich glaube, ich sehe die Stadt. So ist explodiert. Bei mir nicht. Was? Nee, so schräg hinter uns habe ich eine Explosion gesehen, so. Meine ich. Ja, ich auch gesehen. Wo? Mein Helikopter, glaube ich. Wo ist noch genau? Ja? Ist egal, wo wir hingehen. Erstmal müssen wir runtergehen, bevor wir Infos kriegen. Bowman muss erstmal mit uns quatschen. Ist die Stadt nicht da hinterm Berg? Ja. Woher weiß die Alte, als dass wir eigentlich gerade mitten im Fliegen sind und das deswegen nicht anrufen? Ach ja. Wollen wir nicht rangehen? Also mein Telefon klingelt nicht. Ich hab's auf Flugmodus. Ist jetzt Absprung. Regelflug. Ich schaue nur nach einer guten Landemöglichkeit. Wir sorgen hier unten. Ja, das ist noch ein kleiner Vogel. Ja, genau, den hatte ich auch im Visier. Hier sieht's nett aus. Aber. Bowman, wir sind in der Provinz Tabakal. Was haben Sie für uns? Tabakal war mal ein wichtiger Kaffeeproduzent. Aber vor ein paar Jahren hat Santa Blanca die Kaffeebauern gezwungen, Cocaleros zu werden. Und nur noch für das Kartell anzubauen. Wer ist unser Ziel? Ein Kartellboss namens Madre Cuca. Die Cocaleros haben furchtbare Angst vor ihr. Sehen Sie sich das Video an, das ich geschickt habe, und Sie verstehen warum. Sie führt Tabakal wie ihr eigenes Mini-Kartell. Produktion von Coca-Blättern, Vertrieb mit Trucks und Zügen sowie genug Aufpasser, um die Cocaleros bei der Stange zu halten und die Konvois zu sichern. Alles gnadenlos effizient. Ich stehe mit einer kleinen Rebellengruppe in Kontakt. Sie wollen uns helfen, wenn wir unsere guten Absichten zeigen. Was schlagen Sie vor? Gewinnen Sie Ihr Vertrauen. Erstens, ein alter Cocalero namens Chavez hat versucht, die Bauern gegen das Kartell zu vereinen. Er soll in der landwirtschaftlichen Kooperative eine Rede vor den Cocaleros halten. Kontaktieren und schützen Sie ihn. Was noch? Zweitens bezieht das Kartell sein Coca in dieser Provinz von einer einzigen Farm. Überfallen Sie deren Leute, wenn sie es abholen. Das ist ein Signal an die Cocaleros und stört Madre Cocas Produktion. Habe ich das jetzt gerade richtig verstanden? Anstelle von Kaffee bauen die hier Coca an? Ja, genau. Wir müssen hier ganz schnell aufbauen. Ganz schnell. Los. Der arme Kaffee. Los. Wobei bei dem Regionsnamen Tabakal würde ich nicht eher auf Kaffee, sondern eher auf Tabak. Jetzt kommt das ja überhaupt. Los. Da hat wohl einer eine Überdosis. Ich glaube auch. Wobei dann. Los, erinnerte mich gerade an irgendeine amerikanische Sendung hier. Okay, unser Sanitäter hat wieder ein Fahrzeug bereit. Ja, wir können aber einmal kurz was zu Fuß machen. Nämlich da, wo der. 1, 2. Da, wo der Helikopter hin zeigt von der Schnute her, da die Straße runter. Und dann haben wir da einen Lieutenant, den wir verhören können. Ist schon. 1, 2. Jetzt. Hier? Genau, rechts und dann ins Gebäude rein. Okay, wie gehen wir das an?
Einfach Sturm. Unser Scharfschütze ist schon drin, hat ihn. Ich hab ihn schon. Der ist ganz allein. Entweder gehe ich hier mit Antworten raus oder mit deinen Ohren. Deine Wahl. Für diesen Schein werde ich nicht bezahlt, Cabron. Ich rede. Ich glaube, ich werde gesehen. Ja, ja. Die hat er gar nicht gesagt. Ja. Das ist der Cowboy. Jetzt einmal aufmunitionieren und dann ab ins Auto. Da wollte ich gar nicht hin. Passt. Moment! Okay. Nein! Stopp! So, dann würde ich sagen, schnappen wir uns erstmal den Gewerkschaftsführer, von dem sie gesprochen hatte. Ja, ich will Kaffee haben. Kaffee, 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 Kaffee. Ich höre da Truppenbewegungen. Ja. Er fahr entweder geradeaus oder hinter uns. Ist egal. Los. Nochmal links. Ich sehe die Sendeanlage der Rebellen. Aktivieren wir sie und schicken ihre Botschaft raus. Der großen Straße. Und dann machen wir uns kampfbereit. Die sind wie Partyeinladungen für Santa Blanca. Mhm. Kaffee? Wir sind wie Hunde, die ihre Schnauze den Wind halten. So, jetzt links. Und dann können wir jetzt stehen bleiben. Hey, du, hast du Kaffee? Kaffee? Hä? Die hatte keinen Kaffee dabei. Da ist Chavez, wahrscheinlich hält er gleich seine große Rede. Er zeigt dem Kartell wohl eher den Mittelfinger. Der Kerl hat Eier, das muss man ihm lassen. Bist du da unten rein, oder was? Ihn zur Vernunft zu bringen, bevor es ungemütlich wird. Ja. Wie ist das weitere Vorgehen? Ich sehe nur unseren Schatz. Wir sollen den Gewerkschaftsführer finden. Ich gucke gerade mit der Drohne, ich sehe aber bis jetzt keine Feinde, das wundert mich. Ich sehe nur Büsche, ich kann nicht wirklich da was ausmachen. Ich auch nicht. Ich, hier ist die Plattform. Sehr Reifen. Sehr viele Zivilisten. Ah, immer diese Gewerkschafter. Ha, ich habe einen Überblick. Ja, das sieht gut aus, wir können einfach raufgehen. Okay. Also wenn ich das richtig gesehen habe, dann haben wir da sogar ein paar von unseren Freunden. Glück. Aber nicht, dass das hier ein Hinterhalt oder so ist. Das kann das durchaus sein, hier vorne steht Santa Blanca Fahrzeug. Die Rebellen den Nachschub holen. Vorsichtig sein. Immer Augen offen halten. Oh. Wo befindet sich der Anführer der Arbeitsverweigerer? Ich denke, das ist der hier oben mit dem Hut. Ja, auf diesem improvisierten Rednerpult. Ah, okay. Genau. Kommt ihr dazu? Nee, der hier nicht. Das ist nur ein. Der sieht Rebell. Irgendwie. Ja. Aber ich glaube, das ist der Geschäft. Der Gewerkschaftsführer. Okay. Kaffee? Hier hinten ist Kaffee. Wer zum Teufel seid ihr? Doch. Kommt ihr von Madre Coca? Erwarten Sie Ärger, Senor? Oiga, Sie haben mir nicht geantwortet. Ich bin ein Freund. Ich will Sie von einem großen Fehler abhalten. Fehler? Usted que sabe. Seit wann ist es falsch, seinem Volk zu helfen? Wenn Sie diese Rede halten, werden Menschen sterben. Ganz einfach. Madre Coca wird ihre Leute schicken und dann wird es blutig. Also soll ich schweigen? Ist das die Antwort? Se equivoca. Dann sind sie nicht besser als Madre Coca. Geh mir aus dem Weg, Gringo. Hier Nomad. Wir sind bei der Kooperative. Chavez hat unsere Warnungen ignoriert. Er will bald zu den Cocaleros sprechen. Die Rebellen sagen, Chavez sei ein waschechter Revolutionär. Er ist so gut wie tot. Das Kartell wird nicht tatenlos zusehen. Halten Sie Chavez auf jeden Fall am Leben. Dann wissen die Rebellen, dass wir ihnen wirklich gegen Madre Coca helfen wollen. Alles klar. Okay, ihr habt gehört, wir müssen ihn beschützen. Ja, ist die Frage, werden wir überfallen? Schnell auf mein Plateau wieder hoch. Ja, aber so unfreundlich. Den möchte ich gar nicht beschützen, aber gut. Ja, er hat uns irgendwo recht. Also, die Drohne ist bin hinter ihm im Haus. Man sieht ihn gar nicht.
Also ich kann ihnen direkt leibeigenen Schutz geben. Zielfahrzeuge nähern sich. Oh, jetzt ist es. Also das Auto ist ausgeschaltet. Fahrzeug zerstört, korrekt. Wir bauen Kokan zur Sicherheit unserer Familias, nuestros hijos. Wir leben in ständiger Angst, das ist falsch. Wahrscheinlich haben wir den Zäun hier um das Lager einige Lücken. Wir könnten von hinten über. Da kommt noch eins. Ich sehe es nicht ein. Ah ja, die eins, ja. Hab's. Nee, jetzt. Fahrzeug zerstört. Es raucht gerade ein bisschen von meinem Einschuss. Wir müssen ihnen helfen. Die Position gerade bitte. Rechts an der Klippe hoch auf dem kleinen Vorfeld. Okay. Ich glaube, das ist bei uns von Büschen verdeckt. Nein, ich bin komplett sichtbar für euch. Ja, ich Wenn kann. Wenn ihr unten beim Plateau seid, also da wo am Quatschen ist, dann müsst ihr mich sehen können. Ah, dort ja. Naja. Ist gut getarnt. Enno, wo bist du? Auch bei Wandra. Auf der Bühne. Okay, gut. Ich höre Schüsse. Die kommen von den Felsen. Von hinten. Ihr wartet. Ja, ist der George? Der Mann flüchtet. Auch auf Kollateralschäden achten. Hier sind Zivilisten auch noch auf dem Gelände. Ich weiß gar nicht, zu dem, wen er jetzt noch redet. Das ist noch ein Fahrzeug. Drohne ist kurz weg. Fahrzeug brennt. Ich halte nach hinten Ausschau. Drohne wieder da. Und Rückseite ist noch sauber. Bowman, okay. Erledigt. Chavez ist Geschafft. Sicher. Gute Arbeit. Graben Sie weiter nach Infos über Madre Cocas Organisation. Wohin die Coca-Blätter gehen und wo sie vor dem Transit gelagert werden. Verstanden. Wir sind dran. Wann war, du solltest, wenn wir das Gebiet verlassen, die Ladung gleich zünden. Ah ja, stimmt. Aber erst, wenn wir das Gebiet verlassen können. Und vielleicht nicht, wenn unbedingt gerade Zivilisten da rumrennen. Vor allem, wenn unsere Zielperson hier ist. Ah, das war alles abgekartet. Mhm. Wir haben hier hinten in der Baustelle, glaube ich, noch eine Medaille. Was ist die Hauptbaustelle? Wenn du vom Rednerpult nach unten guckst, dann nach links. Okay. Stehe auch gerade. So ein Wellblechdach mit so ein paar Säulen einfach nur. Wellblechdach mit. Reaper neben dir. Ihr seid alle zu weit gelaufen. Ach da! Gott, das ist. Ach da. Das ist ein Unterstand. Das ist für mich eine Baustelle. Hier für mich ist das ein Unterstand. Okay. Okay. Ja, Auslegungssache. Gut. Danke. Sind das Kaffeeblätter? Nein, Coca. Coca. Seit wann trinkst du Kaffeeblätter? Oder den Sud von Kaffeeblättern? Was weiß ich? Du hast. Also, du bist echt ein Medic. Da nimmt das Zeug, was er uns eigentlich spritzen soll. Das ja, pass auf, aber, ey. Das, lass den mich hier irgendwie was einstecken, sonst mischt er uns irgendwie unter. Dann kommst du vielleicht mal von deinem Kaffee runter. Kaffee, wo ist Kaffee? Kaffee, 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 Kaffee. Ich glaube, wir müssen Kaffee. Da eine Entzugskur machen. Nein, Kaffee. Also, unser Scharfschütze. Kaffee? Mal als Tier dargestellt, weil unser Scharfschütze ist so ein kleiner Terrier. Oder ein Eichhörnchen. Such dir den schönen Sorry, Kumpel, aber ich brauche dein Auto. Raus. Naja, schön. Leute. Der ist praktisch gut und hat Euro 5 Norm. Okay. Ja, aber ich passe mit meiner Knarre hier nicht ran. Hinter uns fahren wir lang. Oh! Na prima. Und schon ist eine Beule. Aber nur eine du meinst eine Delle. Eine Beule geht nach außen.
Rechts. Ach ja. So, wie weit ist unser nächster Einsatz entfernt? Es geht. Also, ist auch ein entspannter Einsatz, wieder Informationsbeschaffung. Ja. Wisst ihr, ich wünsche mal solche Einsätze, oder wie ist der Kollege von dir, Weaver, Rodriguez? Hm? Der hat auch ein bisschen mehr Action in seinen Einsätzen. Achso, meinst du Rico? Genau, Rico. Der Typ ist... Warum wegen? Ich werde geschossen. Rechts. Moment. Das war jetzt rechts. Hä? Was? Hm? Wo fährt er denn an? Ja, ich sollte rechts abbiegen. Ja, das ist eigentlich wurscht, aber da weiter geradeaus und das letzte Haus auf der rechten Seite. Ich befördere uns mal lieber auf die andere Seite. Okay. Ja, auf die andere Seite des Lebens. Hier ist eigentlich ganz gut. Schon wieder Busch, schon wieder fressen. Erst Federn, jetzt Blätter. Hier im Haus müssten Informationen sein. Ich höre Schüsse. Ja, hier war Granate. Eine. Oh ja, ich habe Unterlagen. Okay. Na dann. So. Ist auch ein neues Auto. Hier ist die Route eines Kartellversorgungs-Helis. Wir sollten ihn übernehmen und den Rebellen überlassen. An die Arbeit. Oh. Neuwagen. Das ist ein großes Auto. Juhu. Naja, neu bleibt ja nicht lange. So, jetzt nach rechts. Okay, das ist gut. Tango getroffen. Aber ich weiß nicht, Enno, du darfst Rico nicht mit uns vergleichen. Ich glaube, der Kerl ist ein bisschen brutaler als wir. Ja, das ist eine Ein-Mann-Armee. Na, ja, wie bezeichnet man ja noch gerne den Halbgott des Chaos oder Zerstörung? Naja, er hat ja schließlich auch eine Armee des Chaos. In mir ist das Ding da Speeds oder irgendwie sowas. Muss hier irgendwo so ein Nachbardörfchen, Insel, was auch immer sein von dem hier. Hier das links ist das, wo wir hin wollen. Aber fahr erstmal geradeaus und dann kannst du links so ein bisschen hoch, dass Reaper vielleicht einen Berg hat. Ja, wie? Also wir hier so. Hier haben wir einen Scharfschützenturm. Was? Ist ein Scharfschützenturm? Links. Ach, und da. Links. Tatsache. Ja. Da ist aber, das sind zwei Leute drin. Ja. Ja, fahrt hier. Aber hier ist die Pflanze vor uns. Dann kümmere ich mich mal eben um die zwei Leute. Ich hab mich hier in den Busch gesetzt. Ich erkenne eine kleine Gruppe Feinde. Ich sehe eine montierte Waffe. Bürger bis zum Geschützturm. Der Geschützturm ist frei. Vorsicht, am Turm ist einer. Da ist noch einer. Da drüben. Drei Ziele identifiziert. Ich guck mal, dass ich jetzt hochkomme. Rechts beim Heli stehen zwei Leute. Wo ist der Heli? Ach, da. Nummer 4 ist ein Pilot und dann ist noch bei der Feuertonne daneben einer. Hier könnten wir den Pilot ausschalten. Müssen wir überhaupt Besitzeigentum über den Hubschrauber erlangen? Nicht unbedingt. Ist nicht unsere primäre Aufgabe. Wir sind zur Informationsbeschaffung hier. Okay. Auf den Dächern befinden sich Leute, so wie hinten auf der anderen Seite auf dem Turm. Es wäre gut, wenn Reaper die ausschalten könnte, die auf den Dächern. Der Turm ist sauber. Scheiße. Achtung, nochmal. Scheiße. Einer kommt auf den Turm zu. Sie werden jetzt aufgeschreckt sein. Ich habe den oben auf dem Dach verfehlt. Ja, sie funken. Sind aber noch nicht nervös genug, um... Ja, aber da rennt einer weg. Aber die Person hier vorne beim Hubschrauber scheint noch ruhig zu sein. Nein, ja. Der hintere Nummer 3 ist gerade aufgeschreckt. Achtung, der beim Turm, den könnt ihr wegmachen. Die zwei? Ja, zwei. Okay, die ist erledigt. Nummer 4 hat sie dir gegeben. An die 3 komme ich dran, die kann ich ausschalten. Ich nur bedingt, wenn sie sich wieder zeigt. Ich habe komplett Einsicht. Scharfschütze! Einzel Scharfschütze! Oh Gott, ich werde beschossen. Ja. Wo ist die 1? 1 ist auf dem Dach. Ich sehe sie. Wenn sie rauskommt, ist sie tot. Mama, bist du okay? Ja, mir geht's gut. Okay. Enno, was wo bist du? Enno, liegt Enno, oder? Ich bin noch am Leben. Sniper erwischt. Beim Heli. Okay.
Dann seid ihr zusammen. Ja, wann war er noch? Ich bin unterm Turm, ja. Ich bin, wie gesagt, beim Heli, also relativ nah. Okay, ihr seht euch dann auf jeden Fall. Ja. Ich habe jetzt mal ein bisschen ausgedüngt, zumindest die, die hier rumrennen. Muss doch irgendwo anders sein. Na, Achtung, da vorne ist noch einer. Tango Nummer 3. Hier kennen beim Zelt ist der. Ihr könnt, Kugel im Kopf. Ihr könnt bis zu dem Licht hier vorne vorrücken. Sie eine kleine Gruppe Tangos. Am besten das Licht ausschalten. Mhm. Okay, wir befinden uns bei dem Licht. Okay. Seht ihr die Listen? Ja, Ziel Nummer 2 da. Da sind auch, du meinst die Gefangenen, oder? Genau, da auf der Seite des Containers. Ja. Die lassen wir erstmal. Die könnt ihr freilassen. Okay. Wenn ich das richtig sehe, ist nur noch ein einziger im Lager, obwohl... Negativ, mögliche Feinde nähern sich aus allen möglichen Richtungen. Ich musste gerade schon einen ausschalten, der sich in den Gebüschen versteckt hat. Also Augen offen halten. Tango getroffen. Mhm. Achtung, da kommt einer auf den Turm zu. 2, 3 sind das. Sogar noch ganze mehr. Armee. Ja, ja, die sind aus dem Auto gekommen. Aber Enno und ich müssten ja eigentlich gut von unten. Negativ. Alle da. Okay. Die waren noch in einem Gebäude. Da kommen noch mehr. Die befinden sich zwischen den Büschen. Die sind gerade frisch ausgestiegen. Hab ihn. Verdammt, ich gehe auf das Großkaliber hier oben. Mach das mal. Schreib mal eine Granate auf 1. Die Ladung ist scharf. Abschuss bestätigt. Ah ja. Und steckt sich hinter den Baum, die 3. Warte, Granaten. Der könnte drauf gehen. Achtung, einer kommt, obwohl der ist ins Gebäude gelaufen. Du meinst Nummer 4? Ja, genau. Oh, der ist jetzt unten im Gebäude. Granate fliegt, nehmt das. Die werden immer mehr Verstärkung schicken. Jetzt müssen wir erstmal Ruhe haben, die 4 muss noch weg. Ja. Wann bei Enno könnt ihr vorrücken, bis ihr die 4 ausschalten könnt? Mhm. Jetzt ist er wieder ins Haus reingelaufen. Können wir versuchen. Ja, guckt aber durchs Fenster, passt auf. Wir haben hier keine Deckungsmöglichkeiten. Oder nicht so viele. Er steht direkt am Fenster. Ja. Ich hab meine Waffe Durchschlagskraft. Probieren es mal, dann hat sie nicht. Wir könnten das Haus sprengen. Hier ist gesichert. Gebäude gesichert. Sehr gut. In dem Gebäude, wo die 4 gerade drin war, da befinden sich unsere Daten. Ah, ich seh's. Okay. Ich weiß, wann eine Kuka-Lieferung vom Güterbahnhof 4 in Tabakal abgeht. Wer hat Lust, sich die Hände schmutzig zu machen? Mhm. Okay, wir können jetzt noch nach irgendwelchen Supplies suchen oder weiterziehen. Haben wir Vorräte und Munition? Wir haben vor allem den Helikopter. Okay. Der bietet dann sich halt sehr gut an. Ich weiß nicht, welchen Helikopter du meinst. Den großen Abturm oben. Große Helikopter, genau, ja. Achso, ja. Den können wir gerne nehmen. Oh mein Gott! Hier befanden sich noch 2 Tangos in der Garage. Hast du das gesehen, Enno? Nein, da war ich gerade noch draußen. Ei. Aber dein Schrei hat's gut verdeutlicht. Damit habe ich nicht gerechnet. Tut mir leid, ich hab dir auch überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Ich leider auch nicht. Ja, die konnte man auch nicht sehen. Die waren in der Garage, standen mit dem Kopf zur Wand. Okay. Prima, jetzt fängt schon wieder so ein Gewitter an. Oh ja, den Regen habe ich ja auch. So langsam gleichen sich die unterschiedlichen Zeitlinien an. Hm. Und gleich machen wir einen riesen Time Warp oder was? Sagen wir mit Mobsgeschwindigkeit dahin oder was? Ich fliege. Ja, dann haben wir Mord auf vorne. So, komm mal, wo geht's hin? Danke. Danke für nix.
Vielleicht willst du wandern noch. Such gerade zu gucken, wo wir den hinbringen müssen. Müssen wir den denn irgendwo hinbringen oder ist es nicht einfach nur so? Das ist ein Nachschub. Ja, das ist ein Nachschub, den können wir wohin bringen. Ihr könnt einmal auch aufs Radar gucken. Ich sehe auf der Karte nichts. Kann das Nebeneinsatz Treibstoff? Das könnte unten in. Ja, hier ist das. Agua Verde. Ah, ja. Ja, stimmt. Okay. Bist du schon abgehoben? Ja. Ja. Dann einmal ein bisschen mehr als 90 Grad nach links. So, jetzt haben wir uns nicht gerade rechts rumgedreht. Ja, sorry. Rechts-Links-Schwäche. Okay, dann genau hinter uns jetzt. Aber du weißt schon, dass man seine Waffe rechts schultert, ja? Ja. Yeah. Gut, gut. Die Richtung sieht gut aus. Ich habe letzte Nacht wieder zu viel am Sprengstoff geschnüffelt. Noah. Ja, oder ich habe einfach wieder ein paar meiner Experimente gemacht. Ja. Hauptsache, du bastelst nicht wieder Granaten selbst. Kaffeegranaten? Koffeingranaten. Oh, da will ich welche haben. Einfach reinschmeißen und alle stehen da. Oh, Kaffee. Aber oh, bei Koffein werden sie wohl ja alle übrig drehen. Das ist doch wurscht, wenn sie alle wie aufgeweckte Häschen durch die Gegend köpfen, aber Tonton schießen. Das war alles. Ja. Noch ein bisschen weiter links und dann so. Ja, da wo der Fluss reingeht von dem See aus. Das sieht man das. Wir haben gerade schwer, die Lichtverhältnisse sind. Ja. Noch ein Hauch nach links jetzt. Wir sind fast da. So, jetzt müsste genau links von uns sein. Stopp. Der Fluss ist unter uns. Ah, ich sehe links eine Mini-Landebahn, links auf dem Vorbau. Genau unter uns, ja. Siehst du wohl, die haben gleich einen neuen Heli für uns. Eine geile Aktion. Es ist erst oder wir nehmen diesen. Hubschrauber geklaut hat. Können wir auch. Schnitzel. Je nachdem, was unser Pilot möchte. Auch. Ist der bewaffnet, der Kleine? Leider nicht. Nee, ja, der Kurse auch schwarz. Nicht. Okay, dann würde ich sagen, schnappen wir uns mal die nächsten Daten. Das bedeutet, erstmal einfach nur geradeaus. Auf den Außensitzen fliegt mein Hut immer fast weg. Musst festhalten. Ja. Deswegen trage ich meine hochtechnologisierte Biomaske. Das Ding ist einfach Gold wert. Ist aber längst nicht so modisch wie der Hut. Es geht nicht ums Modischsein, das Teil hat einen perfekten Nahbereichsscanner für mich. Ich bekomme alle nötigen taktischen Informationen über meine Waffen, Status, Munitionskapazität, was weiß ich nicht alles und bekomme die simultanen Markierungen, die du hast mit deiner Drohne, die bekomme ich angezeigt. Ist dann noch die Wärmebildkamera. Beziehungsweise Thermoslicht, das ist perfekt, das Ding. Mit meiner Google Glass habe ich das auch. Ah, so ungefähr. Ich brauche mir keine Gedanken zu machen, wenn ich irgendwo tagsüber die Wärmebildkamera aktiviere, weil das Teil filtert die Sonnenstrahlen raus. Wir haben leichte Turbulenzen. Ja, vor uns rechts dieses der Gebäudekomplex. Okay, vor uns links ist auch noch ein Wachturm. Ich würde sagen, wir landen hier unten. Ja, genau, das ist gut. Dann schlagen wir uns als erstes nach links zu dem Turm durch. Dann kann Reaper sich da hinsetzen. Sitzen hier. Also hier sind zwei Türme. Oh. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Der kommt direkt. Achtung, Scharfschütze Unidad. Unten ist auch noch weiterer Unidad.
Rechts auf dem Turm befindet sich natürlich auch noch ein Scharfschütze. Ja. Also der Turm hier ist erstmal frei. Sind sie nervös geworden bestimmt, oder? Ich glaube nicht. Jetzt sehe ich noch keine Aufregung. Ehrlich gesagt, okay. Auch noch keinen weiteren Gegner. Okay, Banwa und Enno, ihr geht auch erstmal zu dem Turm. Da unten ist ja erstmal sicher. Okay. Er ist erledigt. Abseits kommt kein Uni das Auto vorbei. Nein, das hier waren nur Zivilisten. Feindlicher Scharfschütze ausgeschaltet. Ja, ich schau mich ein bisschen um. Es ist schwierig davor zu rücken. Also ihr habt vor euch so eine Treppe, um den Hang hochzukommen. Das ist schon mal ganz gut. Digga, ja. Mhm. Die 3 ist übrigens auch ein Scharfschütze. Ja. So, also ihr könnt vorrücken. Vorsichtig. Die 3 ist halt kritisch, die guckt immer so ein bisschen. Irgendeiner von den Spinnern da unten schießt auf mich. Weißt du welcher? Negativ, ich kann den Schuss nicht genau orten, aber ich habe jedes Mal einen Einschluck in das Wölbliche vor mir. Ja, ich habe keinen Funkattack gehört. Ach, ich auch nicht, aber irgendwie habe ich jedes Mal einen kleinen Einschlag gehabt. Ich sehe niemanden, wirklich nicht. Hm. Da ist noch kein Sichtkontakt. Wo bist du, Enno? Wir sind bei der Treppe. Ja, weiter. Okay, ich konnte gerade nur Wanwa sehen, aber. Ich hab beide in Sicht. Wartet erstmal da, ich weiß nicht, wie die 3 sich bewegt. Beziehungsweise ob er sich bewegt. Ist der in einem Gebäude drin, unsichtbar? Nee, er patrouilliert draußen. Also, ihr seht, wenn ihr da jetzt so guckt, links, da seht ihr so Mauerblöcke aus so Draht und so weiter. Das wäre erstmal euer Ziel, dass ihr da hinkommt. Okay. Muss nur vorsichtig sein, die 3 schaut jetzt zwar nicht zu euch, aber es kann sich halt ändern. Gelegentlich. Ja. Die 4 ist aber mit dem Rücken zu euch, das ist nicht so schlimm. Erstmal rüber kriechen. Ja, ich glaube so. Ne, wir so wenig Lichtraum ein. Ja. Ne, die 3 wird euch nicht bemerken. Jetzt bewegt außerdem sich die 3 auch weg, ja. Die bewegt sich weg. So, da könnt ihr euch auch munitionieren. Im Gebäude dort ist auch niemand. Ah, hier ist ein Laptop. Wenn ich das richtig sehe. Genau. Mach ich mal ran. Dein Fachgebiet. Auf dem Dach habt ihr auch noch hier Nachschub. Ah, die hatten wir aber gerade schon. Ja. So, wir hätten hier auch wieder einen Heli. Mhm. Achtung, was? Die 1 kommt auf euch zu. Mhm. Ich sehe die 1. Geht an euch vorbei. Nur ist der alleine, aber die 3 und die 4 werden da wahrscheinlich lang patrouillieren. 3 und 4 laufen auch wieder zusammen rum. Sobald 3 und 4 weg sind, könnte Reaper vielleicht die 2 erledigen. Bestätigt. Das heißt, wenn Enno und ich parallel 3 und 4 töten, was jetzt gleich möglich wäre. Ja, das solltet ihr dann tun. Ja, Enno, bist du bereit? Bin bereit. Okay, 3, 2, 1, jetzt. Wenn die 1 das gehört hat, dann könnte sie aus dem Gebäude wieder rauskommen. Scharfschütze, bist du bereit? Ich habe die 2 ausgeschaltet. Ich warte darauf, dass die 1 kommt. Okay. Die 1 ist... Okay, die macht den Übungen, die ist nicht nervös. Na dann. Der ist in der Armaria ganz alleine drin. Deswegen, also entweder rückt ihr vor und erledigt ihn, der ist abgelenkt. Oder okay, wenn er rauskommt. Ja. Steht seitlich zu. Ausgeschaltet, ja. Tango getroffen. Hier oben Achtung, feindlicher Hubschrauber nähert sich. Ich hatte hier oben gerade eine Waffenkiste. Ist auch Unidad. Aber er fliegt noch vorbei, obwohl er dreht. Okay. Da
Das kann ich gebrauchen. Hast du eine Waffenkiste? Ja. Irgendwo ja. Ja, in dem Schrank, ja. In der Armaria. Okay. Ach Gott, ja genau. Haben wir noch weitere Daten, die wir holen müssten? Ja, das Gebäude hinter der Armaria. Dort müssten sich Daten befinden. Hinter der Armaria, dann schaue ich mal. Ja, wieder ein Laptop. Sehr gut. Reaper und ich rücken vor zur Armaria. Konvoi über die Todesroute. Hier ist schon der richtige Leitschutz. Ich habe einen Namen. Salazar. Sarazar? Nein, das ist sein Bruder. Haben Sie was zu tun? Jorge Salazar, Madre Cucas Liebling. Wie bitte? Die Geschichte geht ungefähr so. Salazar war 17 und hat auf den Wäldern gearbeitet, als Madre Cuca Talacal übernommen hat. Sie hat ihn direkt ins Herz geschlossen. Er erinnerte sie wohl an ihren Sohn, der etwa im Jorges Alter gestorben ist. Sie bot Jorge Arbeit an. Jorges Vater war dagegen. Also hat sie ihn in einen Reifenstapel gesteckt und angezündet. Jorge ist seither ihr Adoptivsohn. Das ist völlig krank. Salazar ist der einzige Mensch, dem Madre Cuca wirklich vertraut. Wenn wir ihn schnappen, bricht eine Welt für sie zusammen. Sehen, was wir tun können. Ja, wir haben uns einiges an Daten. Ja. Ich weiß, wo eine Kartellsendestation ist. Schalten wir sie ab. Nein. Wie ist denn mit dem. Der kleine Heli hier ist wiederum bewaffnet. Nass. Ja. Wann warst du deine Kingslayer-Datei? Ich habe auch meine Dateien, ja. Okay, dann können wir den Helikopter hier nehmen. Der kleine Bewaffnete. Gut, ich denke als nächstes müssten wir die Speicherkarten wechseln. Ja, okay. Wollte ich gerade andeuten, aber das wollte ich machen, wenn wir wieder gelandet sind. Aber gut, können wir auch so machen. Das ist gerade ja nicht laut so hier. Ja. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Lasst ein Like da, lasst einen Daumen da, dasselbe, lasst ein Abo da, guckt bei den anderen vorbei und bis dahin. Tschüss. Tschüss. Ciao.